So, es geht weiter. Folge 126 von Let's Play Mass Effect Andromeda. Und jetzt gehen wir mal der Sache auf den Grund, welcher oder was die junge Angara-Dame hier, warum die uns scannt. Hallo? Ich arbeite. Sie haben mich ziemlich intensiv gescannt. War das etwa nicht Ihre Art, willkommen Fremder zu sagen? Ich wollte nicht aufdringlich sein. Ist notiert. Wieso interessieren Sie sich so für mich? Sie sind ein Alien auf meiner Heimatwelt. Wie könnte ich da nicht an Ihnen interessiert sein? Sie hätten mich auch einfach fragen können. Na schön. Wären Sie bereit, sich einer Vollspektrumanalyse Ihrer Biologie zu unterziehen? Sie haben mir noch nicht mal gesagt, wer Sie überhaupt sind. Darnfren, Bioforscherin. Das hier ist mein Zuhause. Suchen Sie nach irgendwas Bestimmtem? Wir sind uns äußerlich in vielen Dingen ähnlich. Ich will herausfinden, ob dasselbe auch innerlich gilt. Ich kann gut verstehen, dass Sie neugierig sind. Scannen Sie mich ruhig. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie damit einverstanden sind. Tja, ich stecke eben voller Überraschungen. Das stimmt allerdings. Wenn man vor der Auslöschung steht, ist die Familie unser letzter Trost. Verstehen Sie das? Ich habe genug Zeit mit Ihrem Volk verbracht, um zu wissen, was Ihnen Familie bedeutet. Sie sehen lediglich die Oberfläche. Familie bedeutet uns alles. Und das beinhaltet nicht nur unsere jetzigen Verwandten, sondern auch jene, die uns nachfolgen werden. Wie wird die eigene Familie in 5 Generationen aussehen? In 10? Wie viele Angehörige wird sie haben? Sie befürchten, es könnte mehr von uns als von Ihnen geben. Ich habe 23 Enkel. Ich will wissen, was Ihre Enkel irgendwann erben werden. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Die ist aber unhöflich. Okay, man merkt, dass immer noch so ein bisschen Misstrauen vorherrscht. Aber man kann sie noch nicht verübeln, denn sie sind ja erst vor kurzem von den Cat. Oder sagen wir mal, die Cats sind ja allgegenwärtig. Und immer noch ein großes Problem. Aha, die Warenscan, wir haben hier noch eine Quest. Und ich glaube, die werden wir mal jetzt angehen. Die Frage ist, wo ist der Eingang? Mit dem Kurator sprechen. Es müsste direkt hier irgendwo sein. Museumsstück. Dieses Bruchstück stammt aus einer Mauer der Gouverneursresidenz of Vault, die zu Beginn der Invasion von den Cats zerbombt wurde. Die Gouverneurin, all ihre Mitarbeiter und die meisten ihrer engsten Angehörigen wurden bei dem Angriff getötet. Wenn Vault wieder frei ist, wird dieser Überrest der Grundstein eines Denkmals für diejenigen sein, die ihr Leben gaben, um unsere Heimat zu verteidigen. Hast du dir den inneren Aufbau angesehen? Ich konnte es nicht mal öffnen. Es hat mich ausgesperrt. Dann hatte ich recht. Es stammt von den Relikten. Oh, Sie sind hier. Willkommen an meinem absoluten Lieblingsort in der gesamten Galaxie. Cat-Aufstiegswerkzeug. Bis vor kurzem wussten wir zwar, dass es sich hierbei um ein Werkzeug der Cat handelt, kannten aber seinen Zweck nicht. Gelehrte haben nun herausgefunden, dass es für den Aufstieg benutzt wird, auch wenn es schwerfällt, sich so etwas anzusehen. Ist es dennoch wichtig, dass wir den Aufstieg studieren und verstehen, um uns und unseren Lieben zu schützen? Datenpad. Mutter, du würdest nicht glauben, was seit Pathfinder Riders Ankunft auf Aya alles geschehen ist. Du hast bestimmt von der Rettung der Moschai gehört, aber ich nehme an, du kennst nur die offizielle Version. Aphra und sein Widerstand tun gerne so, als wäre es ihr Verdienst, dass sie wieder zurück ist. Aber ich weiß genau, dass es ohne den Pathfinder niemals geschafft hätten. Die Leute haben Angst. Diese neuen Aliens könnten wie die Cat sein, aber hör nicht auf sie. Ich fühle in meiner Seele, dass sie uns helfen wollen, und du weißt, dass ich in solchen Dingen immer richtig liege.
Ich wünschte, du könntest einige der aufregenden Artefakte sehen, die wir auf Hawaii und an anderen Orten gefunden haben. Ich werde dir bei meinem nächsten Besuch ein paar Bilder mitbringen. Artu und ich sind übrigens nicht mehr zusammen. Es gab keinen speziellen Grund für die Trennung. Wir sind einfach zu verschieden. Aber mach dir keine Sorgen. Du weißt ja, ich brauche nur meine Arbeit, um glücklich zu sein, Avella. Was von ihr, okay. Ein Schwert oder ein Dolch. Dieser Dolch ist fast 400 Jahre alt und stammt aus der Zeit unmittelbar nach dem Auftauchen der Geißel. Unsere Vorfahren mussten in dieser Phase des technologischen Rückschritts wieder lernen, ohne moderne Waffen zu kämpfen und zu jagen. In der Zeit vor der Geißel trugen angarische Piloten Helme, während sie die enorme Entfernung zwischen Planeten... Ach, das ist der Helm, den wir gefunden haben. Entfernung zwischen Planeten überwanden. Man vermutet, dass bei der Herstellung dieses Helms Relikttechnologie zum Einsatz kam, die Aufmerksamkeit der Geißel erregte. Hatten wir schon. Ich habe schon so viel über Sie gehört. Haben Sie auf Eos wirklich ein Gewölbe betreten? Ja. Unglaublich. Das hätte ich gerne gesehen. Sind Sie auch eine Artefaktjägerin wie Avella? Ehrlich gesagt habe ich als Technikerin angefangen. Die Moschei hatte ein Reliktschiff entdeckt und brauchte meine Hilfe, um dessen Verschlüsselung zu knacken. So kam ich schließlich in den Speicher und bin seitdem für die Datenverschlüsselung zuständig. Und das macht ihr nicht fuchsig? Ein Reliktschiff? Ich nehme an, Sie arbeiten hier. Hat sie doch gerade gesagt. Ja, Nellen und ich sind Avelas Assistenten. Es war nicht ganz leicht, sich daran zu gewöhnen. Wieso? Avella ist deutlich jünger als der vorherige Kurator. Sie hat viel mehr Energie. Ich muss sie hin und wieder daran erinnern, auch mal Pause zu machen. Sie liebt ihre Arbeit mehr, als gut für sie ist. Ein richtiger Workaholic. Dann will ich sie mal nicht länger stören. Was ist mit dir, Nalon? Oh, Sie sind das. Ich habe Ihre Landung mit angesehen. Ich hoffe, Sie nennen mich jetzt nicht mehr S. Oh, Sie haben das gehört. Ich entschuldige mich. Das war unhöflich von mir. Welche Aufgaben erfüllen Sie hier? Ilin und ich helfen Avella bei ihren Studien. Mein Spezialgebiet ist die Restaurierung. Dank Ihnen sehen die Artefakte also wieder wie neu aus. Nun, soweit es eben möglich ist. Aber ich kann auch keine Wunder vollbringen, selbst wenn Avella das gerne behauptet. Sie lobt Ilin und mich gegenüber jedem, dem sie begegnet. So eine Vorgesetzte hatte ich noch nie. Ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Okay. Es hat eine gute Chefin, die Avella. Pavor, ich bin froh, dass Sie endlich in die Stadt dürfen. Sie haben es sich verdient. Das hier ist Ayas Kulturmuseum und Geschichtsarchiv. Das ist zwar nur klein, aber Sie haben ihm bereits zu mehr Glanz verholfen. Pathfinder, ich habe den Helm, den Sie gefunden haben, gründlich untersucht und bin darüber ins Grübeln gekommen. Ohne Sie wüssten wir nicht einmal, dass der Helm existiert. Was wäre, wenn wir noch ganz andere Dinge übersehen hätten? Es könnte jede Menge Wissen über die Vergangenheit geben, das wir knapp nicht erreichen können. Und darum bitte ich erneut um Ihre Hilfe. Ich kann nichts zusagen, ohne zu wissen, was Sie von mir wollen. Natürlich. Das ist nur fair. Ich habe Ausgrabungen auf jede Heimatwelt der Angara geleitet. Aber es gibt Orte, die ich ausgelassen habe. Orte, die nur ein Pathfinder betreten kann. Es könnte dort Artefakte geben, die seit Jahrhunderten unberührt sind, nur weil niemand sie erreichen konnte. Meine Bitte lautet wie folgt. Wenn Sie sich jemals an einem solchen Ort aufhalten, würden Sie dann bitte auch nach Artefakten Ausschau halten? Das ist alles? Das ist alles. Und vergessen Sie nicht, mir alles von Interesse zu bringen, was Sie bei Ihren Erkundungen finden. Es würde helfen, wenn ich wüsste, wo ich suchen soll. Naja, im Grunde besteht auf jedem Planeten die Möglichkeit, dort etwas von Wert zu finden. Mein Volk ist weit gereist. Ich weiß, das ist keine Antwort auf Ihre Frage, aber halten Sie einfach die Augen für mich offen, ja? Sie sind die Expertin. Können Sie nicht einfach mitkommen?
Das würde ich gerne, wirklich. Aber ich werde hier gebraucht. Mein Vorgänger hat darauf vertraut, dass ich hierbleibe und seine Arbeit fortführe. Dass ich Antworten finde. Ganz egal, wie sehr ich das Abenteuer vermisse. Ich habe hier eine Verantwortung. Ein paar versteckte Artefakte? Wird gemacht. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne sie tun würde. Ich bin hier, falls sie etwas finden. Viel Glück. Die sollten mich herumführen. Oh. Ziemlich interessant hier. Es ist praktisch mein Zuhause. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte hier einziehen. Aber wir haben noch viel zu tun. Eines Tages werden hier überall Artefakte aus der Vergangenheit stehen. Und jedes wird eine Geschichte erzählen. Und mein Volk wird herkommen, um zu lernen und um sich zu erinnern. Sie schaffen das. Wenn ich hart genug dafür arbeite, dann schon. Ist es normal, in Ihrem Alter schon so viel Verantwortung zu haben? Ich bin nicht jünger als Sie. Und Sie sind ein Pathfinder. Ich habe den Job gewissermaßen geerbt. Genau wie ich. Ich war Schülerin des vorherigen Kurators. Meine Aufgabe bestand darin, ihm Artefakte von anderen Welten zu bringen. Als er sich zur Ruhe setzte, habe ich seine Stelle irgendwie übernommen. Vermissen Sie die Jagd auf Artefakte? Manchmal. Aber meistens bin ich zufrieden damit, dass ich mehr Zeit mit jedem Stück verbringen kann. Haben Sie sich schon immer für Geschichte interessiert? Oh ja. Als ich jung war, habe ich Muscheln ausgegraben und so getan, als wären es antike Rüstungsteile. Ich hatte schon immer viel Fantasie. Außerdem hatte ich nur 14 Geschwister, da fühlt man sich oft einsam. 14? Das ist Wahnsinn. Warum? Wie viele haben Sie denn? Nur eins. Oh, das ist ja furchtbar. Tut mir leid. 14 Geschwister, also bei denen ist es das reinste Paradies, sich vorzupflanzen. Eieiei. Komm, wir wollen eine Führung. Als Bewohnerin von Aya ist es ihre Pflicht, Neuankömmlinge herumzuführen. Aha. Ist das ein Brauch bei den Menschen? Absolut. Ein sehr wichtiger sogar. Dann wird Paran mit Sicherheit gerne eine Führung für sie machen. Warum denn nicht du? Okay, dann nicht. Ich komme wieder, wenn ich etwas für sie habe. Mögen die Sterne über ihren Reisen wachen. Die ist nett, die Avella. Auf Wort nach einem garischen Artefakt suchen. Wir bearbeiten derzeit dieses Exponat, um in ihren aktuellsten historischen Funde zu präsentieren. Danke für Ihre Geduld. Cat-Ausstellungsstücke. Der Erstkontakt mit den Cat auf unser Heimatwelt lief nicht immer gleich ab. Während sie auf Hawaii durch ihre Schweigen Verwirrung stiften wollten, ermordeten sie auf Wort den Botschafter. Sie wiegelten unsere Welten gegeneinander auf und machten sich das resultierende Chaos zunutze. Für uns alle ist es wichtig, aus diesem historischen Ereignis zu lernen und uns jeden Feind als geeinte Front zu stellen. Archäologen haben auf Hawaii kürzlich etwas entdeckt, das sich für Teile des ältesten Bauwerks halten, das auf dem Planeten bislang gefunden wurde. Diese Überreste wurden buchstäblich von mutierten Vegetation entwurzelt, die aus einer unterirdischen Höhle an die Oberfläche wächst. Obwohl die genaue kulturelle Bedeutung dieses Fundes noch ungeklärt ist, haben mehrere Forschungsteams eine dauerhafte Ausgrabungsstätte errichtet, um vor Ort nach weiteren Hinweisen zu suchen. Der Reltec hier ist wirklich großartig. Phoebe! War ja eigentlich klar, dass Phoebe hier ist. Wir wissen nur wenig über unsere Ahnen aus der Zeit vor der Geißel, aber die Beweise deuten auf eine große Gesellschaft mit moderner Technologie hin, die auf mehrere Welten zu Hause war. Zahlreiche aktuelle Funde lassen sogar den Schluss zu, dass unsere Vorfahren große Entfernungen zwischen Systemen zurückgelegt haben. Gesichert ist das zwar nicht, aber die meisten unserer Gelehrten folgen der Theorie, dass die früheren Erfolge unseres Volkes auf die Benutzung von Relic-Technologie zurückgehen. Kann durchaus sein.
Obwohl wir nicht viel über die Relikte oder ihre Schöpfer wissen, sind wir sicher, dass die Relikte schon lange vor unserem Volk an Achilles existierten. Sie dienen anscheinend denselben Zweck wie die planetaren Gewölbe, der Umwandlung einer Welt in ein blühendes, wunderschönes Paradies. Bis zur Ankunft von Pa Fanarida im Revolutionsjahr 826 waren aktuelle Interaktionsversuche mit den Relikten erfolglos verlaufen. Aber immerhin konnten wir hier auf Aya friedlich mit ihnen koexistieren. Diese Keramikfragmente dient wahrscheinlich in den alten Tempeln von der Wahl zu zeremoniellen Dekorationen. Mhm. Wir sind zwar nicht sicher, aber haben die Theorie, dass dieses Reliktgerät Fels und Sand in nährstoffreiche Erde umwandeln kann. Bibi. Wissen Sie, je mehr ich mit den Angara zu tun habe, desto mehr Mitgefühl entwickle ich für sie. Vor allem angesichts unseres Wissens über den Aufstieg. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Glauben Sie mir, ich bin in Ihrem Namen stinksauer. Sie sagen es. Genau das empfinde ich auch. Wir müssen das alles wieder in Ordnung bringen. Aber wir haben noch gar nichts getan. Okay. Schauen wir mal auf die schlaue Uhr. Es ist schon wieder unglaublich viel Zeit vergangen. Ich glaube, ich werde jetzt hier rausmarschieren und dann gehen wir zur Krankenstation. Also noch sind wir nicht durch. Mit Arbeiter sprechen und dem Quartiermeister Istal. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.